Mit meinem mobilen Headset? Nee, mit seiner Mikrowelle hat er das eben gehackt. Der Obwohl, das war gerade nicht so schlau, das in der Aufnahme zu sagen. Ich hab gar nicht dran gedacht. Scheißegal. Ja. Denn die Leute, die, ne, die das wissen, dass bei denen da mal was rein. Meinst du, die schreibt euch die Adresse auf, ne? So, habe ich ein Gehege gemacht, jetzt hole ich Tiere. Ja. Hat noch wer Kobbel? Nee. Ja, dann gehe ich halt mal ein bisschen was farmen. Ist ganz aus bei mir. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen mehr farmen, anstatt hier ununterbrochen zu bauen. Ich hab ja fertig gefahren. Ich fahre ja, ich werde ja jetzt Tiere farmen. Und danach werde ich auch mal. Und danach werde ich mir mal eine Mine bauen. Also, ich gehe generell in die Mine mal. Irgendwie. In eine Schlucht oder sowas gucken. Aber hoffentlich nicht. Hab ich eigentlich eine Holztür reingemacht? Aber ich überlege, ob ich. Das finde ich jetzt wieder eine Sauerei von euch. Ich hab nichts gemacht. Doch, das war Dominik. Ich hab's gesehen. Ja, ich war das. Genau. Genau gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich überlege mir, ob ich dann, wenn ich die Mine mache, ob ich die Gedenktreppe wieder mache, die Gedächtnistreppe. Ey, ich mache gerade eine Figur, Exorzist, wie bei Elotrix im Video. Oh, 73. Minute. Ja, jetzt nicht verstanden. 73. Minute, habe ich gesagt. Ich rede nicht von dir, ich rede mit Dino Rich. Ach so, ja, ist nicht wichtig. So, keine Löcher mehr hier am Start. Vorhof. Maurice, hast du vielleicht Zaun? Mit Blümchen. Alles in der Dings drin. Lieb von dir. Damit alles ein bisschen angenehmer hier wird. Ja, ja, auf jeden Fall, damit alles. Wer packt dir Holz in die Kiste rein? Danke. Ich brauche was zu essen, Schlüters. Recipe Fans. Ja, okay. Ich suche gerade nach Essen. Das war relativ wenig. Mach ich euch auch. Was denn? Kobel. Ja, ja, sag ich ja, mach ich gleich auch. Aber dafür brauche ich erstmal was zu essen. Ich würde alle scheiße wie letztes Mal beim Holzfarmen. Nee, let's Holzfarmen, oder? Ja, wieso? Bei Kobel ist das eigentlich ganz okay, wenn alle drei, das dauert länger. Ende. Und außerdem brauchen wir ja ohne Ende davon. Ja, erstens dauert das und zweitens brauchen wir halt viel davon. Und Holz ist gemacht, die Zuschauer, weil wir dieses Timber-Plug-in drin haben. Ja. Und die Zuschauer wissen dann wenigstens, ey, der macht das und der macht das. Ey, die farmen nicht, auch. Das wissen die dann. Nee, und nicht jeder macht was Verschiedenes, sondern wissen so, ey, die machen ja dasselbe. Also, wenn wir es aus der anderen Sicht nicht sehen, ist das dann jetzt auch nicht ganz so schlimm. An der Stelle auch mal in die anderen Häuser steigen gehen, so wie es bei dem Moment dann aussieht. Ja, oder einfach mal über uns fliegen und uns mal kurz, einfach nur uns als beobachten. Typen beobachten. Auch mal so manchmal. Du bist die Kamera über ein Fußballfeld. Und du bist also ich sehe Fuß. Ich sehe 30.000 Schafe, aber keine einzige Kuh. Ich müsste jetzt wissen, nee, wie man den Fly Kommentar rausgenommen wollte ich. Ah. Hast du deinen eigenen auch rausgenommen? Nee, ich habe ja den gesamten Plugin hier rausgenommen. Er hat den Plug, er hat das Plugin rausgenommen. Ja, aber du kannst doch deinen Game Mode wechseln. Nee. Ich weiß nicht. Komm, meine Sache, ich sage, ich ein Gatter baue. Also das ist ein Gatter. Zauntor. Du machst links und rechts, unten und oben machst du dir die Stöcke unten, rein. In der Mitte und unten. Eine Mitte und unten. Und dann machst du in der Mitte zwei Holzblöcke rein. Das gibt ein Tor. Ja. Das gibt ein Tor. Meine Jüte. So Blaupause. Also ich will ja jetzt nicht Dominik sein Baustil kritisieren, ne? Ich find's ja ganz cool. Es sieht aus wie so ein Aztekenhaus überhaupt, so eine Aztekenbausung. Ist da schon wieder einer in meinem Haus drin? Nee, ich steh davor, nee, das aber ich, ich weiß. Das ist das erste Haus, hallo. Das ist richtig, wie es original 3 Meter von meinem Haus weg ist. Ja, da kann ich aber auch nichts hören. Was brauchst du? Ja gut, du, aber er hat hier auch an jedem zweiten Block hat er eine Fackel. Ja, das ist ja hallo. Kein Bock, dass hier irgendwas spawnt in dem Schießhaus. Hier hat er sogar 3 nebeneinander. Das soll einfach nur gut aussehen. Das sieht aber nicht gut aus, also wahrscheinlich. Misch ihn hier ein. Der Black Ops Kommentar hat gerade türkisch geredet. Hab ich da recht? Ja, der kann das. Hab ich da recht? Ja, hast du auf jeden Fall. Sehr. Der Black Ops Kommentator kann türkisch. Ey, hab ich das Haus hier im Boden reingebastelt? Nein, das war ich gerade. Und wo ist meins? Was deins? Was ich dir geschenkt habe. Das ist das. Ich habe nur einen Erdblock davor gesetzt. Ach so. Weil sonst hätte das hier nicht gepasst. Du Halunke, du. Schlawine. Komm mir nicht mehr weg. So, jetzt Holz farmen, weil ich ein Dach brauche. Wer farmt mir Holz? Ich sicher nicht. Das war ein Spaß. Ich hole jetzt selber.
Bauer. Ach, du hast schon Holz gebaut. Daniel, du bist der Beste. Ist so. Eine Tatsache, das lüge ich nicht. Also auf in dieser Richtung geht's nur noch zum Wasser hin zu Ende und da sind keine Tiere mehr. Ja, dann lauf mal in den Wald, da müssten voll viele sein. Sollte mich der jetzt natürlich noch markieren, dann werfe ich meinen Controller ins Fernsehen. So. Wollen wir dann eigentlich eine gemeinsame Mine bauen oder jeder für sich? Eine gemeinsame Mine, cool. Wir machen Let's Play Together. Genau, gemeinsam. Mit Getter. Mit David Getter. Mit David Getter. Ja, ja, klar, mit wem sonst? Ja. Ja. Der kommt aber erst später, ne? Ja, ja, mit ja. Peter. Mit Peter. Den können wir ja ins Intro reinhauen. Ja. Ja. Der singt ja nicht. Peter, so. Das Intro. Singen vor allem. Ja, ja, genau. Ja, er hat eine schöne Stimme. Ja. Hört man auch immer in seinem Beat. Jetzt hab ich's raus hier. Man kann ja auch gedrückt halten, wenn man das ins Crafting-Feld zieht. Kann man, ja. Wusste ich denn das nicht? Das habe ich nämlich, als ich das Let's Play angeguckt habe, die erste Folge so testweise, habe ich das bei Daniel gesehen. Ich dachte, der hat da irgendeine Mod installiert, aber dem war nicht so, wie ich gerade merke. Jetzt erstmal nach Tour Home. Haben wir jetzt nichts zu fressen hier? Oder wie oder nee. Oder was? Also ich habe noch ein Steak, aber das brauche ich. Was? Was ist mit Äpfel? Äpfel hatte ich da irgendwie zwei Steine gepackt, wenn die keiner genommen hat. Ja, es bringt zwei Äpfel. Vier Herzen. Wir hätten, glaube ich, diese Tiere, die hier Tiere, die hier sind, hätten wir, glaube ich, nicht alle ausrotten dürfen. Oder ich. Ja. Möchtest du mit mir Drogen nehmen? Mach ich doch gerade. Rote Rosen regnen. Ich hab mir keine Axt gemacht. Wir hätten Schafe töten sollen. Ich hab Englisch, hey, Entschuldigung, ich bin Legastheniker, wir schaffen das. Ach ja, genau. Burnace. Bin ich behindert? Ja, hab ich doch geschrieben. Achso, oh, fail. Weiß nicht, wie man den craftet, oder wie? Nö. Wie eine Kiste, nur aus Stein. Ah, genau, richtig. Genau. Bitteschön. Jetzt hab ich's wieder drin, danke. Also, wenn's ums Craften geht, da weiß ich fast alles. Daniel auch. Ja, ja. Ich muss... Aber Daniel weiß noch ein bisschen mehr, der weiß die neuen Dinge alle, die ich nicht weiß. Ja, aber Daniel ist Russe. Ja und? Der denkt einen kompletten Tag vor dem PC. Ja, ja, ich glaube, das aus als du, Dubai. Du gehst öfters als raus als ich. Ich glaube, er wollte es geht los, oder was? Nein, Daniel, schuss du nicht. Ich glaube, er wollte es geht los. Wir müssten gleich schlafen, oder? Müssten oder wir das? Oder liege ich da falsch? Oh, oh, ich habe nur noch 3,5 Balken zu Fuß. So ja, ich müsste jetzt, wollte ich gerade sagen, ich müsste jetzt mal endlich ein Tier finden, weil, meine Lebensleiste füllt sich auch nicht mehr auf. Meine Herzleiste. Ich hab jetzt gerade mein letztes Steak gegessen. Das ist jetzt scheiße. Aber jetzt, gehe ich gerade ins Wintergebiet rein. Meinst du, da findest du Kühe? Nee, deswegen ja. Ja. Also auf unserer Map jetzt hier, ne, wir sind ja auf so einer etwas größeren Insel, sag ich mal. Ältesten Insel. Ja, nach links von uns geht's in ein Eisgebiet rein und ab da ist nichts mehr. Ich habe da hinten, habe ich Schweine gefunden. Jetzt müsste die Karotte eigentlich, die wir eingepflanzt haben, müsste nur mal, hat einer Knochen, dann kann ich Knochen mehr, kann ich die Karotte benutzen, um die Schweine schon mal zu holen. Ich wette, Daniel hat Knochen, hat nämlich ein Skelett erlegt. Die Sau. Das war auch der Kampf gegen das Skelett. Wenn ey, Daniel, sind die Schrotflinten gut in Black Ops? Geht. Schrotflinten sind immer kacke, die sind nur für Nahkampf eigentlich. Ach. Ja, warum fragst sag du, wenn du es doch weißt? Maurice in der Gegenwart, dass Schrotflinten scheiße sind. Schrotflinten sind aber scheiße. Nein. Die sind nicht scheiße. Schrotflinten sind scheiße. Nur weil du nicht mit umgehen kannst. Ich kann mit umgehen, aber wie gesagt, die sind nur für Nahkampf. Ja, nein, man kann auch vom Weiten drauf schießen. Ja, genau. Maurice, wenn du Battlefield... Quickscope mit der... Als Battlefield-Spieler müsstest du es eigentlich wissen, dass man mit der Schrotflinte, wenn man die Slug-Munition hat... Eine Kuh habe ich schon mal. So mit Snipen. Ja, ich nehme sogar eine Kuh. Ich nehme sogar sechsfachen Zoom, wie sie auch verpacken kann. Kannst ein sechsfaches Arschvisier draufpacken. Kuh, oder ein vierfaches, weiß ich jetzt nicht. Kuh. Und dann haben wir gut aber wir spielen hier Minecraft, also... Also dann ist nicht mehr Gokia schon essen. Ich kann hier auch snipen mit meinem Block, mit meinem Holzblock.